von und in Immobilien leben. So investierst du in Immobilien, die Geld und Freude bringen. Es ist dein alter Hut, die Deutschen und das Investieren in Immobilien. Das passt im europäischen Vergleich noch immer nicht so richtig zusammen. Weil, wenn man sich mal die Wohneigentumsquote in Europa so ansieht, dann sind wir Deutschen nicht unter den ersten 10, nicht unter den ersten 20, sondern gerade mal noch so unter den ersten 30 Plätzen. Und dabei vergleicht diese Statistik Quoten in puncto Wohneigentum. Wir sprechen hier also noch nicht mal von Investitionen in Immobilien, die regelmäßig Geld bringen, sondern von jenen, welche regelmäßig Geld kosten. Doch dazu gleich mehr. Da drängt sich doch die Frage auf, weswegen wir so traditionelle Mieterseelen sind und uns so investitionsfaul oder investitionsfeige verhalten. Und wie immer ist die Antwort meines Erachtens nach sehr einfach. Weil wir so konditioniert sind. Weil es uns meist niemand beigebracht hat. Weil es in unserem veralteten Schulsystem immer noch kein Fach Investieren gibt. Und weil die breite Masse gar nicht wissen soll, wie man im Idealfall mit Fremdmitteln eigene Erträge zum persönlichen Wohlergehen erwirtschaftet. Vielleicht besitzen deine Eltern ein Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Vielleicht hast du von Kindesbeinen an vermittelt bekommen, dass diese Art zu wohnen das Nonplusultra ist, da man sich ja so die allmonatliche Miete für eine Wohnung spart, die ja jemandem anderen gehört. Man wirtschaftet quasi in die eigene Tasche. Vielleicht wohnst du jetzt vorübergehend in einer Mietwohnung, bis du das Häuschen deiner Eltern erbst, oder du bist auf dem Sprung, dir auch endlich Wohneigentum zuzulegen, um dem System deiner Eltern Folge zu leisten. Wenn das so ist, dann ist jede Situation, die du für dich gewählt hast, vollkommen richtig. Punkt. Es ist dein Leben. Worum es mir hier geht, ist lediglich kurz darauf aufmerksam zu machen, mal über den Gartenzaun hinauszuschauen, um sich eine Welt vor Augen zu führen, die Immobilieninvestitionen aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass Eigenheimbesitzer seit Urzeiten stets und ständig auf diverseste Weise und jedes Jahr aufs Neue in Immobilien investieren. Also in ihre Immobilien investieren. Es gibt immer irgendwo ein neues Projekt. Man nimmt ja meist aktiv erarbeitetes Geld, um das Wohnumfeld zu verschönern. Das ist noch der angenehme Part des Ausgeben jenen Geldes, welches man hart erarbeitet hat. Der unangenehme Part sind Ausgaben für die Bewirtschaftung und Zins und Tilgung an die Bank, wenn man sein Eigenheim oder seine eigengenutzte Wohnung abbezahlen muss, weil man sie unidealerweise zu 100% finanziert hat. Das Monatsbudget der meisten Eigenheimbesitzer dieser Art stößt dann oft an seine Grenzen. Doch man tut ja was Gutes und finanziert ja seine Immobilie, die man ja irgendwann wieder gewinnbringend verkaufen kann. Klammer, was erfahrungsgemäß niemals stattfinden wird. Spätestens wenn das Monatsbudget dann über die Einkommensgrenzen strapaziert wird, bezeichne ich die Art Immobilieninvestoren als moderne Finanzsklaven. Merke bitte, ein Eigenheim ist immer Luxus und dann sinnvoll, wenn dessen Gesamtkosten aus passiven Einnahmen erwirtschaftet werden. Was ist denn dann eine Alternative zu den althergebrachten Szenarien des sich abhängig machens von Banken? Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders ist. Doch es muss anders werden, um besser sein zu können. Das Zitat ist leider nicht von mir, doch mega, mega treffend. Ein Beginn wäre, sich mal über die verschiedenen Optionen in Immobilien zu investieren kundig zu machen. Wir unterscheiden hier mindestens mal zwei Arten von eben diesen Immobilieninvestitionen. Die eine Immobilien, wie oben beschrieben, also jene, die du selbst bezahlen musst, die dich Geld kostet, und die andere. Die andere Art sind Immobilieninvestitionen in vermietetes Eigentum, die jemand anderes bezahlt, nämlich dein Mieter und das Finanzamt, die dich somit ratierlich kein Geld kosten, sondern welches bringen. Merke auch hier bitte, deine Bonität, die du für beide Varianten in die Bankenwaagschale werfen musst, ist die gleiche. Bitte richtig verstehen. Beide Arten haben im Sinne des Betrachters ihre Daseinsberechtigung. Ich habe dir das schon gesagt, es ist dein Leben und es ist deine Entscheidung und die ist vollkommen richtig. Nur die eine ist, wenn es suboptimal läuft, ein modernes Gefängnis und die andere eine passive Einkommensmaschine.
Mit dieser Einkommensmaschine erwirtschaftest du nicht nur monatlich ca. 20% mehr Einkommen, sondern du realisierst zusätzlich bei einem von Beginn an kalkulierten Verkauf satte steuerfreie Gewinne. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Die monatliche Relation oder die monatlichen Relationen beider Varianten sind eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen. Lass uns die mal kurz angucken. Variante 1, fremdfinanziertes Eigentum oder fremdfinanziertes eigengenutztes Wohneigentum. Sorry. Ausgaben sind hier Zins, Tilgung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Versicherung und Projekte. Einnahmen keine. Relation, die Ausgaben sind größer als die Einnahmen. Variante 2, fremdfinanziertes vermietetes Wohneigentum. Die Ausgaben sind hier Zins, Tilgung und Hausgeld. Da ist alles drin, was zur Bewirtschaftung und Instandhaltung nötig ist. Und die Einnahmen sind hier Miete und Steuererstattungen. Relation, Ausgaben sind zumindest mal die Einnahmen. Zudem planst du bei letzterer Variante noch zeitnah satte Gewinnmitnahmen. Bei ersterer ist meist kein Verkaufszeitpunkt geplant. Was bei einer gewinnbringenden Investition in vermietete Immobilien Haltedauer heißt, verwässert bei eigengenutzten Immobilien den Abzahlungszeitraum. Durch Immobilien finanziell abgesichert sein und seinen Lifestyle drastisch aufzupeppen, mutet manchmal an wie eine okkulte Geheimwissenschaft. Aber ich darf dir nach 25 Jahren Erfahrung und tausenden Beratungen sagen, es ist ganz einfach und in 20 Minuten verständlich erklärt. Cool wäre jetzt, wenn man beide Investitionsarten miteinander kombinieren könnte. Dann bezahlt ja quasi das eine das andere. Ich nehme mal vorweg, funktioniert, beweise ich dir. Diese Kombi setzt natürlich die strategische Umsetzung eines individuellen Investitionsplans voraus. Doch das geht. Also, nicht entweder oder, sondern und. Mein Minimalziel mit diesem Artikel hier ist, dich sensibel genug gemacht zu haben, vielleicht etwas provokativ, dich mit dem Thema Immobilieninvestitionen mal in Gänze auseinanderzusetzen, dich dem Thema mal zuzuwenden. Es gibt tausende Optionen dazu im Netz oder du findest jemanden, der es dir und konkret auf dich bezogen veranschaulicht. Wir treffen gemäß des Inhaltes unserer Gehirndatei Immobilieninvestitionen immer die richtige Entscheidung. Die Frage ist nur, welche Qualität unsere Informationen haben und ob diese Entscheidung auch wirtschaftlich richtig ist. Ich wünsche dir jetzt nur die besten Immobilieninvestitionsentscheidungen und bis zum nächsten Blogbeitrag wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Dein Mike.